une valeur qui libère et qui... Wahllokale in Frankreich haben geschlossen und jetzt ist auch klar, dass es eine Stichwahl geben wird zwischen dem sozialistischen Kandidaten François Hollande und Amtsinhaber Nicolas Sarkozy. In der ersten Runde hat Hollande keinen übermäßig großen Vorsprung erzielen können und es stellt sich sehr die Frage, wie sich jetzt die Wähler von Frau Le Pen verhalten werden. Aber doch ist Hollande der klare Favorit. Alle Umfragen haben bisher ergeben, dass Hollande Sarkozy mit einer deutlichen Mehrheit besiegen wird. Nicht, weil der Hollande so ein toller Hecht ist, der die Massen begeistert, sondern wie das unlängst ein französischer Bekannter von mir formuliert hat, der gesagt hat, und wenn Sie eine Ziege gegen Sarkozy aufstellen, dann wähle ich halt die Ziege. Aber wenn Hollande auch uncharismatisch ist, so kann seine Wahl doch bedeutende Auswirkungen auf Europa haben, auf dieses Europa, das gerade immer tiefer in den Krisenstrudel hineintaumelt. Es sind die französischen Wähler, die Europa retten können, und zwar mit der Wahl François Hollandes zum Präsidenten. Ja, retten. Und das klingt jetzt natürlich extrem pathetisch. Und da kann man natürlich auch sagen, dieser Pathos, der steht doch in einem krassen Missverhältnis zu dem, was da eigentlich auf dem Spiel steht. Weil Sarkozy, das ist doch, könnte man sagen, bei allen populistischen Abgleitflächen, die der hat, doch letztendlich, vor allem in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen, ein moderater Konservativer. Und Hollande ist ein moderater Sozialdemokrat. Also was soll das denn für einen großen Unterschied machen, ob da der eine oder der andere Präsident wird? Aber diesmal könnte es wirklich einen gravierenden Unterschied machen. Denn wie stellt sich die Lage denn da in der Europäischen Union in den vergangenen Monaten und Jahren? Das starke Deutschland hat den Euro genützt, indem es 15 Jahre lang seine Bürger nicht mehr am Wohlstandszuwachs beteiligt hat. Das heißt, dass die Löhne in Deutschland gesunken sind, sich Wettbewerbsvorteile gegenüber seinen Nachbarn und seinen Partnern zu schaffen. Indem es Lohndumping betrieben hat, hat es seine Partner einfach niederkonkurrenziert. Das ist nicht der einzige Grund für die Euro-Krise, aber es ist ein ganz wichtiger Grund für die Euro-Krise. Außerdem, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat aus niedrigen wahltaktischen Überlegungen offen gesagt, dass Euro-Länder pleite gehen können. Dass also nicht garantiert wird, dass in so einem Notfall dann die starken Länder oder die Europäische Zentralbank einspringen werden, um das zu verhindern. Aber damit hat sie die Märkte in Brand gesetzt. Und seither ist es nie wieder gelungen, diesen Buschbrand zu löschen. Das ist ein noch viel wichtigerer Grund für die Euro-Krise. Und dann hat Deutschland maßgeblich diese Sparorgie in Europa diktiert. Zuletzt diesen Fiskalpakt, der de facto fordert, dass alle Länder, also nicht nur die Angeschlagenen, sondern sogar die, die kräftig sind und die noch muskulös dastehen, in die Krise auch noch hineinsparen müssen. Und während viele EU-Staaten, ein EU-Staat nach dem anderen, in einen Krisenstrudel geraten, verdient Deutschland kräftig an der Krise. Deutschland kriegt an den Anleihemärkten Geld heutzutage praktisch geschenkt. Deutschland tut nichts gegen die wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die dem Land unfaire Vorteile verschaffen und die langfristig für alle zusammen schlecht sind. Deutschland ist der große Profiteur heute von der Katastrophe in Südeuropa und spielt sich gleichzeitig als Zuchtmeister Europas auf. Also Deutschland und sagen wir das klipp und klar, Angela Merkel, die katastrophalste Kanzlerin, und das meine ich jetzt gar nicht gegendert, also die katastrophalste Regierung, die Deutschland je hatte, zwingt Europa seit Jahren stets und in schöner Regelmäßigkeit das Falsche auf. Und keiner hindert sie daran. Im Gegenteil, in der EZB hat jetzt der ehemalige Goldman Sachs-Banker Draghi die Macht übernommen, der dort als Agent der Finanzindustrie tätig ist. In Italien hat man den anderen von diesen Goldman Sachs-Männern, den Mario Monti, als Expertenregierungschef eingesetzt. Und in Griechenland ist auch jetzt so ein Experte an der Regierung, der, was für ein Zufall, aus dem Finanzgeschäft kommt. Und die angeschlagenen Euro-Staaten, die haben natürlich gar keine Chance, sich gegen diese falsche Politik zu wehren. Aber auch die kleinen, starken Euro-Staaten wie Österreich oder die Niederlande oder Luxemburg, die haben natürlich, selbst wenn sie es wollten, und das ist ja gar nicht so klar, auch keine Chance, da das Ruder rumzureißen, weil sie einfach zu klein sind. Nur das große Frankreich könnte da ein wirkliches Gegengewicht sein. Aber dieses große Frankreich ist unter Sarkozy der deutschen Regierung einfach nachgehampelt, ist seiner großen Parteifreundin Merkel in jede Sackgasse nachgedackelt.
Und in dieser Konstellation wäre es eine wirklich wichtige Sache, dass in Frankreich eine neue Regierung unter einem neuen Präsidenten ans Ruder kommt, die da auch nur ein bisschen, und wenn es nur ein bisschen ist, dagegen hält, die hier ein neues alternatives Gravitationszentrum in Europa darstellt. Nur ein großes Land wie Frankreich kann gegen diese Übermacht Deutschlands, das diese Übermacht für eine falsche Politik genützt hat, dagegenhalten und Gegendruck erzeugen. Und natürlich wissen wir schon, wenn Herr Hollande sagt, er wird den Fiskalpakt neu verhandeln, dann wird das nach der Wahl ein bisschen anders klingen als vor der Wahl. Aber selbst wenn von seinen Ankündigungen nur 10% bleiben, so macht das doch einen gravierenden Unterschied. Und auch für die kleinen Länder, das soll man nicht vergessen, weil die sind ja auch so ein bisschen gefangen in so einem Kräfteparallelogramm. Und solange Angela Merkel die alleinige Anführerin von Europa geben konnte, war klar, dass die kleinen Regierungschefs oder die Regierungschefs der kleinen Länder sie umschwänzeln, dass dann auch ein Feiermann zu ihr pilgert und dann haben wir auch gleich eine Schuldenbremse und beim Fiskalpakt, da sind wir natürlich 100% einig mit der Merkel. Ich bin mir sicher, wenn der Hollande dann eine kräftige Gegenstimme irgendwann mal in Europa ist und mit ihm eine solche kräftige Gegenstimme vorhanden ist, dann werden plötzlich auch die anderen Regierungen oder zumindest manche Regierungen, andere Regierungen in Europa anders klingen. Da wird dann vielleicht auch der Feimann ein bisschen französischer klingen. Und dann wird natürlich nicht sofort und schlagartig alles besser, aber es geht dann vielleicht ein paar Zentimeter in eine richtigere, in eine andere Richtung. Und das ist notwendig, denn Frau Merkel würde, wenn man sie weiter tun und schalten lässt, wie sie will, die Europäische Union zerstören.